Und ein herzliches Willkommen zurück zu Nier Automata, zu den eigenartigen Roboterspielen. Und ja, ich bin von Lyric Gameplays als Hobby und heiße euch wie gesagt herzlich willkommen zurück. Und ja, wir gehen jetzt eigentlich direkt hier, hier zu unserem nächsten Post, wo wir hin sollen. Ups. これで一段落しましたね。トゥビー、ここからの作戦行動について相談があるんですが、さっきの機械生命体との戦闘で受けたダメージが心配です。一度レジスタンスキャンプに戻って補給やメンテナンスをしますか？ Ach so. Entweder ich schlafe jetzt selbst zurück oder ich drück das da. Okay. 確かに。 一旦レジスタンスキャンプに戻ろう。了解です。 Jetzt muss ich wohl doch das selbst zurück. Yeah, Kamikaze! Immerhin Erfahrungspunkte und macht uns stärker. Oh, ich sehe mich gar nicht. Ich musste gerade mal husten. Dann gehen wir mal zurück. Man kann das Teil gut ziehen. Super. Was war das denn? Doppelklick nervt so ein bisschen. So, hier leuchtet über etwas rum. Bisschen was werden wir uns davon natürlich mitnehmen. So eine Elche tun mir natürlich nichts. Ist ganz schön flott unterwegs. Jetzt sind natürlich nicht mehr direkt ins Busch gesprungen. Also warum auch immer tun die Maschinen Nebenaufgaben. Du kannst immer kommen von Auftraggebern als markiert in der ganzen Welt akzeptieren oder mit Nebenaufgaben werden als auf Minikarte angezeigt. Okay. Wusste ich gar nicht. Und übrigens, das was sie da auf den Kopf hat, das haben die ganzen kleinen Androiden als Kopf. Sollte uns das zu denken geben? Hey, oh, den Schatz zu werfen kannst du mir jederzeit überlassen. Gibt's ein Upgrade? 5000. Defektes Kabel fehlt uns noch eins, Titanlegierung 3. Oh. Kann man das irgendwie vergleichen mit irgendwie was, was wir schon haben? Thank you.
Was hat denn unseres für eine Stärke? 270 bis 324. Das ist hier natürlich besser. Waffen 5%. Schwerwaffe, bloße Fäuste. Okay. So. Oh, die Shop-Inhaberin schickt mir ab und zu welche. Sie heißt Akkord und ist die eigentliche Inhaberin. Ich stehe nur am Dresden und sorge dafür, dass sie die ganzen Reparaturgeräte schön laufen. Ich sehe sie nur alle paar Jahre mal, um ernst zu sein. Sie sitzt meist Lieferdrohnen ein. Wie sie Sachen her hat, weiß ich nicht, aber das meiste davon ist in einwandfreiem Zustand. Solltest du ihr je begegnen, dann grüß sie schön von mir, ja? Du kannst eine gekaufte Waffe von mir auch verbessern. Du benötigst Geld und Materialien, aber dafür werden sie entsprechend stärker. Außerdem kommen je nach Waffe Spezialfähigkeiten hinzu. Wenn du Lust hast, probier es mal aus. Okay, die Pyrit. Okay. Wow, die wird aber um einiges stärker. Und Ausdauer Plus habe ich gerade gesehen. Ja. Interessant. So, hier ist unser nächster Auftrag. Ah, ihr seid es. Ich habe von Knallkopf von eurer Begegnung in der Wüste gehört. Gute Arbeit. Als Dankeschön haben wir nicht viel zu bieten, aber ich habe hier ein Zimmer für euch vorbereitet. Ah ja. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Ihr könnt es nutzen, wie ihr wollt. Hey, danke. Da bin ich jetzt mal gespannt. Was können wir denn in meinem Zimmer jetzt machen? Können wir hier jetzt selber Porno drehen oder was machen wir hier? Kleines Gehglück erhalten, okay. Was passiert, wenn ich pausiere? Spiel fortsetzen, jupp. Achso, kann man das Spiel dann beenden, oder was? Stromfeste Salbe erhalten. Okay. Oh, da gibt es auch noch was. Kleine Erholung. So, mehr gibt es hier nicht, ne? Okay. Das heißt... Was machen wir als nächstes? Puh, der Bauer hat, glaube ich, Pull draußen gefahren. Meine Güte, was das stinkt. Ui, du meine Güte. Erinnerung an 11b. Okay. Müssten wir dahin wieder zurück. Kann man nicht irgendwie so eine Schnellreise machen? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht. Gerade mal gucken, Transport, was da passiert. Ne, geht nur im Bunker. Menschheitsrat vorgesehene Korrespondenz.
Achtung an alle Androiden. Jahrtausende sind vergangen, seit wir Menschen auf dem Mond flüchten mussten. Und während der Krieg weiterhin festgefahren ist, wissen wir genau, dass wir unsere Sicherheit eurem mutigen Bemühen auf dem Boden verdanken. Wir bitten euch darum, weiterhin alles in eurer Macht stehen zu tun, um die Erde von den Menschen, von den Maschinen zurückzuerobern. Der Menschheit zur Ehre. Bündnis der Abgeordneten Menschheitsrat. Operator 60. Tubi, hast du von der Jupiter-Wahrsagerei gehört? Die Mädels bei F&D reden in letzter Zeit über nichts anderes mehr. Sie behaupten, dass man durch die Untersuchung der Farbe und Form von Jupiters großem roten Fleck herausfinden kann, welches Glück einen bei Gesundheit, Arbeit und Liebe widerfährt. Klingt fantastisch, oder? Ich probiere es aus und berichte dir davon. Operator 60. Emotion? Bei Androiden? Die scheinen wohl selber irgendwie die Störung zu haben, ne? Ich meine, nichts spricht gegen Emotionen oder sowas, aber hier bei Androiden. Operator Yuri 9S. Hi, Kochira 9S. Shireikan Kara 2B 9S Liomei Yeno Message Ganimas. Seite Shimas. Tijoni Mukatil Yoruhabutai no Sukiga, Lendak Otata. Genzaimo, Black Box Shingo Gakakuni Saretil Kotokara. Shibo Ashtei Naito Suite Sarel. Shingo no Hashin Saretil Pointo Shibori Kontanode. 地上に滞在中のヨルハ部隊員には本件の調査を命ずる。以上で通信を終了します。そういえば、レジスタンス・キャンプでも同じような話を聞いた。目標地点の情報をセットしました。他のアンドロイドの人たちが心配ですね。早めに行った方がいい気がします。 Ach Quatsch, wir lassen uns Zeit. Ich will jetzt erstmal hier hin. Ist immerhin noch ein Auftrag. Hier haben wir noch etwas auf dem Weg. Was? Zentrieren? Ne, markieren, Enter, so. Ah, hier sind wir, okay. Doch wieder so nah da dran, wo wir vorher schon mal waren, ganz am Anfang. So, was finden wir denn hier so alles? Kupfererz. Sollten wir natürlich auch so ein bisschen, wie gesagt, einsammeln. Naturkautschuk. Ah. Da hat noch einer gelebt. Karteninformation. Sehr schön. Schnell speichern, warum nicht? Machen wir am besten immer. So, hier geht's hoch. Kupfererze halten. So, da haben wir noch so einen roten Dot-Punkt. Hier sind wir, okay. Ist das meins? Gegenstand erhalten. Du hast eine Waffe erhalten. Tugendabkommen. Hab ich doch schon. Oh,
Ist das mein Körper? Autogegenstand plus 1 erhalten. Hey, ich habe ein Auto gekriegt. Ein Autogegenstand. Okay, das war nicht diese 11D oder sowas. Was ist hier eigentlich mein Auftrag noch? Okay, es geht nur da rein, um weiterzukommen. Das Ding ist immer noch inaktiv, also aus. Mal gucken, ob wir noch irgendwelche Teile finden von dieser 11D. Warum auch immer hier oben. So ein bisschen in dieser Welt. Hier in dieser Welt ist er nicht gestorben. Gegner sind wieder da. Schaltkreis. Oh, da liegt auch noch was. Mal gucken, vielleicht finden wir ja noch irgendetwas Neues, wenn wir hier einmal komplett durchlaufen. Ich meine, nicht umsonst ist ja die ganze Welt... Ups. Ist die ganze Welt hier nochmal in Rot markiert auf der Karte. Irgendetwas müssen wir ja hier noch finden können. Darunter gehen wir mal lieber nicht. Sieht nicht so danach aus, dass wir da runter gehen können. Ist auch noch zu. Wie kriegen wir denn die Scheiße hier auf? Projektil VTD plus 1 erhalten. Okay, keine Ahnung, was das ist. Das kann ich immer noch nicht nutzen.
So, bevor wir gleich nochmal erstmal sterben. Wir haben jetzt schon ein paar Sachen gefunden, die ich vorher anscheinend nicht gefunden hatte. No. Da haben wir noch eine Kiste gefunden, aber okay. Die Zeit ist schon wieder rum. Wir sind schon wieder bei 20 Minuten. Geht irgendwie schnell momentan. Ich weiß auch nicht. Vielleicht, weil ich jetzt mehr in dem Spiel drin bin als ganz am Anfang. Wie gesagt, ich muss ja erstmal reinkommen und dann wird das Spiel auch wahrscheinlich besser. Und es wird jetzt auch langsam besser. Und ich blicke jetzt auch ein bisschen mehr durch. Also von daher kann es ruhig so weitergehen. Okay. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite, generell auf YouTube. Und ja, das war Nier Automata mit von Nya Gameplays als Hobby. Ich wünsche euch noch viel Spaß und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.